Ding. 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 So, ich gehe jetzt mal Samen kaufen. Ich gehe Iridium. Sag mal, Lumi, wenn du gefragt wirst, ob du männlich oder weiblich bist, antwortest du dann auch mit, du bist ein Mädchen? In welchem Zusammenhang werde ich das gefragt? Auf Twitch. Ja, kann einfach sein, dass jemand fragt, dem du da zuschaust. Nee, ich sag da nicht, ich bin weiblich. Okay. Nur weil mir das gerade so aufgefallen ist, weil viele Frauen, oder die ich als Frau bezeichnen würde, sagen häufig noch, ja, hier Mädchen. Und ich finde so, den Begriff Mädchen ganz furchtbar für Frauen. Ich reg mich dabei bei Heidi Klum immer drüber auf. Und ich finde das auch irgendwie schwierig. Also, wenn die Mädchen, weißt du, die Frauen sind 20, das sind keine Mädchen. Mädchen sind 10-jährige Kinder. Naja, es gibt aber auch schon noch, wir hatten das Samenschild kaputt gemacht. Da ist eine Hacke drauf. Ja, das war schon. Fällt dir aber echt früh auf. Ich glaube, das war letztens Stream schon. Ja. Oh, jetzt bin ich zu früh beim Samenladen. Super. Nee, also ich sag manchmal, dass ich ein altes Mädchen bin oder vielleicht, wenn überhaupt, ein Mädel oder sowas. Aber Mädchen ist für mich tatsächlich sehr niedlich und sehr klein. Ja, tatsächlich wollte ich aber sagen, es gibt auch 20-jährige weibliche Individuen, die eindeutig noch Mädchen sind, ja. Ich möchte auch niemanden diskriminieren, der sich als Mädchen... Denkst du dran, dass wir Samen produzieren aus dem, was du da gerade geerntet hast? Bei mir? Nee, ich habe nichts geerntet. Hm, was? Wer hat da was geerntet? Felix ist der Ernter. Also, denkst du dran, dass wir daraus Samen produzieren? Nein. Warte, ich tue es hier. Schießt auf das Switch. Xan, schießt du jetzt gegenüber dem Thema, was wir vor letzte Woche oder vorletzte Woche hatten, oder ist das deine Meinung? Er meinte, Lumi ist eine Dame, aber doch kein Mädchen. Das hatten wir schon mal. Hat man nicht gerade schon geklärt, dass du kein Mädchen bist? Wir hätten auch geklärt, dass ich keine Dame bin. In deinem Fall. Ich bin divers. Also, dass du für mich keine Dame bist, ja. Danke, in deinem Sinne. Kann jetzt, Ben, hast du jetzt mal Dünger? Ich hab's schon gestern Abend reingeschmissen, da das Harzzeug. Das wäre halt so nett, wenn man so einen Hinweis kriegt, wenn sowas passiert. Du gesagt, ich bring's mit, wenn ich wiederkomme. Ken, bring mich nie um. Jetzt geht der raus. Ich fasse es, nee. Kent hat heute nicht mehr Geburtstag, ne? Clint. Scheiße. Kent ist eh alles das Gleiche. Vor allem, ohne Kontext. Kent, bring mich nicht um! Der Typ, der bei der Armee war. Ja, ne. Ich wollte jetzt gerade meine Spitzhacke wegbringen. Jetzt latscht er hier wieder weg zu seiner. An irgendjemand Erfahrung, ob Stardew Valley deutlich anders ist auf der Switch? Ist das so wie bei Terraria, die Mobile-Version? Wenn du mir hingeräumt hast. Da, wo du jetzt bist, da ist das Harz drin. Ach, das Harz? Ich dachte, du hättest schon Dünger gemacht. Nein, ich hab gesagt, ich habe Harz mitgebracht. Du hörst mir halt auch wieder nicht zu. Du könntest aber auch einfach Dünger draus machen. So viel umständlicher ist das nicht. Das ist deine Aufgabe. Ich muss auch meinen Dünger mal selber machen. Ich habe einen Diamantenwill gefunden. Was für Snobs und Bonzen, ey. Diamanten wegschmeißen. Ja, das ist das blaue Haus mit dem... Erde zerdrückt. Das ist das blaue Haus ganz unten links mit dem Ruder über der Tür. Blau ist okay, Vibe wäre ich jetzt auch nicht für. Geh mir Bier holen, Vibe! Da muss ich mal denken bei Vibe. Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Wup, wup. Wup, wup. Wup, wup. Habt ihr schon mal eine schwarze Ente? Sag mal Stopp. 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 Lied zu. Wo habt ihr den Anker gefunden? Oh, ist das süß. Wir hatten Auster in. Warum? Okay, die Auster könnte nicht gewesen sein. Das habe ich gestern ein bisschen Brain AFK zum Schnellschlafen gehen gemacht. Den Anker habe ich auch da reingetan. Der ist nämlich auch von mir. Ja, hast du fein gemacht, Benny. Eigentlich komplett gleich, aber die ist halt die Brücke da. Hm. Aber es gibt ja anscheinend Sachen, die man irgendwie beeinflussen kann. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch die Statue nicht bekommen jetzt beim Spielen. Alter, wie das Geld da nach unten rinnt. Ja, ey, 337.000, da rinnt gar nichts. Und Hultenzwiebeln. Den Anker gebe ich gleich mal ab, den haben wir, glaube ich, noch nie abgegeben gehabt. Ach, siehst du, jetzt habe ich gar nicht den Knochen und so. Ah, naja, nichts. Dein Lumi ist ja eine kleine Feministin, in der Tat. Nee, es sieht nicht so aus, als könnte man dem Museum was spenden. Den Anker müssen wir anscheinend schon haben. Okay. Dann haben wir den wohl schon. Tatsächlich finde ich den Begriff Feminist inzwischen, ja, oder Feministin inzwischen sehr negativ beladen. Das finde ich ein bisschen schade. Leider, ja. Aber den Knochen haben wir anscheinend noch nicht. Und den habe ich jetzt gerade just nicht mit. Welchen Knochen? Na, mein Schienbein.
Mein Schienbein, das klingt auch so falsch. Ich hab da ein Schienbein in meiner Truhe liegen. Von früher noch. Gab's denn hier mit einem Holzbein in dem Spiel? Vielleicht ist das der. Was wollte ich jetzt? Zahlsteller. Hä? Moment mal. Weißt du, was man für die Statue machen muss? Weil du gesagt hast, bin ich auch zu schlecht? Ich habe keine Ahnung, was man für die Statue machen musste. Und ich habe hier... Also ich hab jetzt erst den dritten Wert auf 10. Kampf- und Minenarbeit habe ich halt nicht hochgebracht, tatsächlich. Was habe ich denn auf 10? Ich habe nur Sammeln und Fischen nicht auf 10. Ja, da hast du 3 Werte auf 10. Ja. Und ich habe jetzt erst den dritten auf 10 gekriegt. Würde ich sagen. Ich habe 2 Werte auf 10. Hast du alle Werte auf 10 bis auf Fischen? Fischen habe ich auf 2, ja. Ja, du willst halt nie fischen, das ist ja dein Ding. Guck mal da rein. So viele Trüffel! Was kann man eigentlich noch in der Geldbörse aufbewahren? Weiß das der eure Zuschauer auch? Wir haben... Moment mal. Kann das sein? Schlüssel, Schädelschlüssel. Ach, wir müssen noch, glaube ich, das Buch finden, um diesen bekloppten Gnom zu verstehen. Haben wir doch schon. Wir haben hier schon was geschenkt. Nee, dem Gnom können wir da so. Mit dem können wir da trotzdem noch nie reden. Oder verstehst du, was der sagt? Nee, stimmt, den Gnom nicht. Nee, ich war beim Goblin. Genau. Brauch... Brauchen wir das? Wird mal verarbeitet. Setz mal hier Lampen hin, Lumi, ne? Nee, nicht essen, ich will da rein. Du nicht auf meinem Feld austobst, ist alles gut. Solange du Jürgen keine Kacke machst, Felix, ne, da kannst du setzen, was du willst. Und der andere wird verkauft. Nee. Ah, ich hab mir gestern übrigens ein Handy ersteigert. Und welches? Ja, okay. Das, was ich wollte. Das war zum Galaxy S5 Mini. Für inklusive Versand 50 Euro jetzt auf jeden. Sprich, dein Donation Goal ist damit abgehakt. Ist schon weg, ja. Quasi, da hat's ja schon mit der Donation von mir und von wem war das? Wann? Hat sie ja schon das Schnapp. Ja, im Prinzip schon. Pepperoni-Saft. Wir machen jetzt Pepperoni-Saft. Das wäre dann tatsächlich ein funktionierender Bildschirm, aber irgendwie... Das wäre dann auch mal was für ein Stream, aber ich weiß nicht, ob ich diese Donations-Goals gut finde. Ich bin damit immer noch nicht ganz glücklich. Dann mach doch deinen Donation-Link raus und sag einfach, so ein Zappen. Nee, das schon mal gleich gar nicht. Ja, ich meine, in dem Text dort machen halt ein Donation-Bild, aber ohne Link und schreib hin, ich nehme keine Donations, wenn ihr Geld übrig habt, dann zappt halt. Ja, eben nicht, ich will keinen Subscriben. Lieber Donations als Subscribers. So, weil du davon mehr hast, ja. Ich habe davon mehr in der Tat. Also, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich lieber Subscribers als Donations. Aber wenn die anderen lieber donaten, ist auch in Ordnung. Ja, wenn du die Wahl hast, nimmst du lieber Subscriber als Donations? Nein, wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber Donations als Subscribers. Aber warum sind denn alle dabei, sich zu versprechen? Aber ich bin auch nicht böse, wenn jemand subscribed und nicht donated. Ich bin auch nicht böse, wenn jemand überhaupt nichts macht. Das ist alles in Ordnung. Genau, deswegen hören wir uns auf, davon zu reden. Es gibt wohl mehrere Dinge, außer nur 3 Werte auf 10, die Voraussetzung dafür sind. Aber ich vermute mal, das gehört dazu. Du kannst... Die Sub-Goal-Idee mit dem Dance-Stream kam, glaube ich, auf, während ich mit ihr gesprochen habe, als sie in meinem Chat war. Aber ich finde es gar nicht so unwitzig, ehrlich gesagt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, falls es genug Subscriber gibt. Tatsächlich ist das ganz gut, dass Xanthus für sich... Entschuldigung, Felix, was reinreden. Ja. Felix, nee, sag du erst, meinst es eh viel zu versaut. Also. Mira, tatsächlich ist es gut, dass Xanthus für sich behält, weil ich bin ein bisschen allergisch, wenn man mir so immer vorsagt, was ich machen muss, um irgendwas zu erreichen. Ich entdecke gerade so ein Spiel wie Stardew Valley lieber selber und stolper lieber selber aus Versehen über coole Sachen, die ich kriege, anstatt dass mir jemand sagt, du musst das und das und das machen, um darauf zuzuarbeiten. Das finde ich doof. Wie heißt die Gute? Mira. Mira Knoche ist der volle Twitch-Name. Okay, also liebe Mira, wenn du es dir beim Ben nicht verscherzen willst, schreib gar nichts über das Spiel. Ey, das stimmt überhaupt nicht. Schreib nicht mal, dass es Bäume gibt. Jetzt übertreiben sie halt wieder. Das könnte ein Spoiler sein. Übertreiben sie halt wieder komplett. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich habe das Emote nicht entfernt. Das ist tatsächlich immer noch da und es macht mich immer noch traurig, aber ich habe es bewusst ignoriert. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Lumi, du kannst es so machen wie die Mädels, die ihre Schlippis im Internet oder so verkaufen. Du machst einfach
hin, was du. Ich habe doch hier schon mal Amazon handelt und dann können dir das die Leute da bei Amazon. 300 Euro hat mir hier jemand auf Twitch für meinen Schlippi angeboten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es ernst gemeint hat. Ich habe noch eine Sekunde überlegt. Carlos! Was? Entschuldigung, ich muss mal kurz eskalieren. Weil Carlos in mein Chat gekommen ist. Es gibt keine Bäume mehr. Wer oder was ist Carlos? Jemand, der sich in seinem, der mit dem ich mal ein bisschen gechattet habe, mit einem anderen Stream-Chat und der dann meinte, ich bin Carlos. Und seitdem ist er für mich Carlos, auch wenn er Qualfred heißt. Alfred. Carlos, der Spanier. Ja, dann das war noch alles. Und ja, wir spielen Stardew Valley, weil heute ist Stardew Valley-Abend. Am Donnerstagabend ist Stardew Valley-Abend. Da wird ganz entspannt mit zwei Freunden Stardew Valley gespielt. Seit die Leute jetzt wissen, dass ich den schlimm finde und davon traurig werde, kriege ich ihn ständig gepostet. Das ist welchen so Emote denn? Pepe. Pepe? Ach, den. Pepe. Das ist voll schlimm. Ich mag keine traurigen den Smiley. Feels Batman Smiley. Ja. Ah. Wenn ich mich dazu sehr drauf konzentriere, könnte ich direkt anfangen zu heulen. Das ist echt schlimm, ich hasse Sachen. Aber am allerschlimmsten ist das weinende Smiley von Skype. Das triggert mich so hart. Domi, du darfst gerne deinen Domi-Abend machen. Trigger. Stimmt, ich wollte in Sono-Fällen enden. Aber ich mach Stardew Valley Donnerstag. Das ist mir egal, was ihr da macht. Bei mir ist Stardew Valley Donnerstag. Ich habe mich die Frage gestellt, was ein Sono-Fell ist. Sono-Fell? Klingt nach einem Pokémon. Ein Son of Hell, aber mit NN. Also Son of Hell. Und Xan brachte die Ehe, ich solle ihn Sono-Fell nennen. An Solo. Also wie gesagt, Sono-Fell klingt voll nach Pokémon. Ein wildes Sono-Fell ist auf. Es ist kein Doom-Donnerstag, weil Doom kann man nicht entspannt zu dritt spielen. Also nicht vollkommen gechillt. Das wollten wir letztens erklären, dass CSGO total entspannt sei. Ja, ja. Ist klar. CSGO ist so lange entspannt, wie du mit Freunden spielst. Sobald du mit Random spielst, ist es übelst nervig. Da hab ich gesagt, weißt du, was mich wirklich entspannt? LS19. Tempomat reinknallen und fahren lassen. Du musst noch in der Spur halten. Weicht der Trecker halt nach links oder nach rechts aus. Tatsächlich habe ich mir letztens wieder, wo ist Dead or Alive 6 rausgekommen, mir gedacht, Dead or Alive wäre eigentlich auch mal wieder was ich spielen könnte, aber das müsste halt auf Xbox spielen. Dafür habe ich es. Cool, Iridium und Solar Sensen, dankeschön. Jo, das ist das Viech. Die Eule. Du ärgerst dich gar nicht darüber, dass ich dir das absnacke, schade. So, wir arbeiten noch hoffentlich zusammen, du bist mit den 22. Mein Iridium! Mein Schatz! 23:20 Uhr, nicht dass jemand sagt, ich hätte es nicht gesagt. Jetzt ist es zu früh, ich will den Hinweis schon dann, wenn er mir das bringt, ne? Ja, wenn er zu spät ist, ich will es ja nicht wohl. 23:40 Uhr. Mann, Touché! So. Hallihallo, Seon! Es gibt ein Sonnenfell als Pokémon, jetzt ernsthaft? Lumi, ich soll dir ganz viel Spaß wünschen, weil Mira jetzt geht. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Mira. Dankeschön. Schön, dass du reingeschaut hast. Tschüss. Und vielleicht guckst du dir mal wieder vorbei. Dann wäre es schön, wenn du ein Follow da bist. Ansonsten wir einfach einen schönen Abend. Dir einen schönen Abend. So. Der Name kommt von Runners. See ya later, Alligator. Ich hol mir mal was zu trinken. Ihr seid ja noch. Fällt mir auf, falls ihr uns hier parallel zugucken wollt, da funktioniert sogar noch mein Multi. Ja, du hast den nie drin, ich weiß. Das ist überhaupt nicht richtig. Ich habe schon einen automatischen Befehl eingerichtet und es hat schon einmal gepostet. Okay, automatischen Befehl habe ich mir geschenkt. Ja, der postet jetzt so alle 20, 30 Nachrichten. Kommt dann einmal. Wer zusätzlich zu mir noch einen hübschen Kerl sehen will? Okay, einfach auf meinen Kanal. So sieht's aus. Ja, ich preise dich an wie ein gutes Stück Fleisch. Ja, damit kann ich mit leben. Bei den Wortwahl kann ich mich auch als Fleisch fühlen. Das ist bei okay. Den Wortwahl? Ja, bei der Wortwahl, ja. Warum versprechen sich heute alle? Genau, warum versprechen sich heute alle? Was ist hier heute? Versprecher-Donnerstag. Versprecher-Donnerstag. Trinke ich jetzt eigentlich noch ein Bier? Ich muss immer noch das Bier loswerden. Du musst auf jeden Fall Bier trinken. Wenn sich eh alle schon versprechen, kannst du auch Bier trinken. Ich hab nichts zu mischen da. Bierpulver. Zu mischen? Mission Impossible. Was trinkst du, Sternburg? Ja, halt, keine Ahnung. Das Bier, das du ihr geschickt hast. Nee, das hat sie letztens schon. Jetzt jemand mit Raketen hier rum, was geht denn hier ab? Hast du das nicht manchmal, dass irgendwo random im Sommer plötzlich Raketen nachts rumfliegen? Also wenn du nach Dresden kommst,
So. Also wenn du nach Dresden kommst im Sommer, fliegt prinzipiell jeden Abend am Elbufer irgendwo Feuerwerk in die Luft. Ich komme nicht nach Dresden. Das ist tatsächlich sowas, was ich auch nie verstehe. Ich höre hier so oft im Sommer, dass irgendwo Feuerwerk ist, ehrlich. Und ich wohne halt in Hörreichweite von sowas am Elbufer. Nee, wir hören das selbst hier oben auf dem Berg. Da liegen wir im Bett und fragen uns so, warum? Warum wird da schon wieder gebumst? Ja. Genau. Eigentlich, du hörst halt wirklich Meter weit, da kann noch ein anderer Meter weit ist ja aber nett. Kilometer weit. Also das Kilo hat's irgendwie verschluckt. Ja, ich hab's auch nie gesagt, ich hab Meter weit gesagt. Warum besprechen sich heute alle? Sind da Oblos ein paar Meter dasselbe von Schattnitz aus? Südlicher Rand von Dresden bis zur Elbe sind nur ein paar Meter. Nur so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu Fuß. Ja, zu Fuß ja, aber mit einem Auto fährst du so sieben Minuten, wenn ich anstehe. Mit einem Auto kommt es halt immer stark drauf an, wie die Anbindung ist und so, wie man durchkommt. Deswegen, ich wollte den Leuten das bisschen lebhafter vor Augen führen. Die Anbindung kenne ich, wenn ich mit den Öffentlichen unterwegs bin. Moment, ich muss zum Tieren. Tiere ist mein Job. Lächertag. Muss dran denken. Tiere, mein Job. Auslastung. Tiere-Job. Ich bin total tot, das muss ich Tiere. Ach scheiße, ich hab schon wieder diesen scheiß Knochen vergessen, nochmal schnell zurück. Immer Milch krieg ich auch davon, ne, von dem automatischen Sammelgedöns. Ja. Ist aber wenig Milch. Kann ich Milch noch per Hand abzapfen? Ah ne, wir haben bloß zwei Milchkühe noch. Okay, das erklärt's. Nur noch? Haben wir die anderen geschlachtet? Nee, wir haben, glaube ich, nur zwei geholt, tatsächlich insgesamt. Am Elbufer ist immer jemand am Böller oder Raketen führen. Nee, im Winter geht das, also und bei schlechtem Wetter. Nur halt bei gutem Wetter im Sommer. Herbst. Ah! Herbst und Sommer, das sind so die Zeiten, wo viele Hochzeiten gefeiert werden an der Elbe. Ich finde Frühling eigentlich auch, tatsächlich. Ja, aber ja, da ist am meisten los. Das sind auch Haufen Leute. Am Elbufer und Grillen, da ist immer gute Stimmung. Also das ist ja der Hase Felix, das hab ich ja total vergessen. Was? Unser kleiner Rammler heißt Felix. Was? Hab ich was verpasst? Wir haben doch einen Hasen hier in Stardew Valley, der heißt Felix. Ja. Warum weiß ich da einfach nichts? Das könnte ich oder Lumi gewesen sein, die das benannt haben. Wo ich meine Dame am besten auf. Nee, das könnte tatsächlich auch sein, dass du nicht da warst, weil du warst ja ein paar Mal nicht da. Wir nennen den einfach Felix, der kleine Rammler. Humflo, hallo! Dass meiner Freundin erzähle, die kringelt sich vor Lachen. Tja, das war auch die Intention dahinter. Schatz! Das war zum Beheitern der Menschheit. Und allen, die nicht dazugehören. Ja, die Reaktion war wie auch. Jetzt kommt der Bürgermeister rein zum Quatschen. Der soll jetzt meine Spitzhacke machen. Früher kommen meist noch die Überbleibsel von Silvester, die verböllert werden. Da bekommen sich Leute dann auch das Dreifache des eigentlichen Krams. Naja, in Dresden eigentlich nie, weil die Feuerwerke sind mehr als Überbleibsel. Wer hat denn Überbleibsel von Silvester? Also wenn ich mir was kaufe, dann verböller ich das doch auch an dem Tag, wo ich ohne Probleme darf. Hä? Und du bist irgendwie gemutet, hab ich das Gefühl. Ich hab tatsächlich manchmal noch ein Überbleibsel. Wieso hast du ein Überbleibsel? Naja, zum Beispiel Wunderkerzen. Entweder vergessen. Ja, okay, Wunderkerzen ist auch sowas, das dauert 2 Stunden, so eine Packung leer zu machen. Das verstehe ich, aber die kannst du auch locker im nächsten Jahr wieder benutzen. Aber so Böller, Knaller, Raketen? Ja, das hab ich. Also ich hab jetzt. Oh, neue Belohnung. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ich mir nächstes Jahr, wenn ich mir überhaupt was holen werde, wieder eine Batterie holen werde, weil die Raketen waren echt enttäuscht. Das habe ich mir halt schon ein paar Mal gedacht. Also letztes Jahr habe ich mir ja gar nichts geholt. Der letzte Übergang des Jahres. Und davor habe ich mir auch immer nur eine größere Batterie so für 10 Euro geholt und dann war halt gut. Die ist halt cool, weil die ist eine Minute richtig fett Action und dann ist gut. No, und vor allen Dingen fand ich auch gut, wo ich mir damals eine Batterie geholt habe, ich habe den in so eine Plastikbeule getan. Dann habe ich die schon vorher ausgepackt und startklar gemacht. Ja, und musst du bloß anzünden, Elmar.
ne, in die, hab die Tüte runtergezogen, unten drunter, hab das abfeuern lassen, hab noch eine Minute gewartet, Sicherheit. Dann hab ich einfach die Tüte wieder hochgezogen und klein so. Dass die Tüte dann auch noch ganz war, ist ein bisschen bewundernswert. Unter die Batterie, Benny. Nee, kann ja trotzdem unten heiß werden. Ja, ne, so stark nie. Ist ja jetzt halt keine Plastiktüte hier vom Obst einpacken aus dem Kaufland, sondern schon eine ordentliche. Ach so, ich dachte, okay, nicht vom Obst einpacken, ja, die ist sehr, sehr dünn, aber ich dachte schon eine normale Plastiktüte und die hat mein Feuerzeug dran, die sind ganz schnell weg. Ja, vom Netto oder Aldi, Teile. Tatsächlich, die dicksten Plastiktüten, die stabilsten, hat mein Dönermann. und danach geht's in den Müllschlei und dann gehe ich ja meistens zum Moro-Denkmal. Und von dort aus hast du den besten Blick und dann bist du halt nicht mehr mit Zünden beschäftigt und so weiter, sondern kannst schön zugucken. Ja, du kannst auch direkt zum Moro-Denkmal dort selber auch zünden. Ja, dann musst du ja Zeug auch wieder mit zurücktragen. Die Mülleimer der Nähe sind alle vollgepackt. Nee, lass mal. Ich will in aller Ruhe das Feuerwerk genießen. Mein glaub, Bier ich will... war schlecht. Hm? Die ist schlecht? Mein Bier war schlecht. Achso. Wieso kann Bier schlecht werden? Was ich auch. Das probiere ich jetzt nicht aus. Ich bin jetzt übergegangen zu... Wein? Nee. O-Saft. Ich will ja das Bier eigentlich wegtrinken. Ich will ja nicht grundlos den ja über die Ultras der SGD bekommt, der Mitglied davon ist. Moment mal, er ist Mitglied von Dynamo oder er ist Mitglied der Ultras? Das musst du mir jetzt erklären, Xan. Was, wer? Ich oder was? Nein, es ging um einen im Chat, der hat geschrieben, dass sein Cousin irgendwie Pyrotechnik verfeuert, die er wohl von Ultras der SGD kriegt, ja. Mitglied der Ultras, okay. Ich habe mit Dota nicht komplett aufgehört. Wer ist dann? Ich bin ja auch Dresdner. Es sind irgendwie ganz schön viele Dresdner, die sich bei uns so sammeln, tatsächlich. Da kann ich meinen kleinen Scooter mal fragen, der ist bei den Ultras an und für sich, aber im Dynamo Fanclub irgendwie mit drin. Die haben auf jeden Fall einen externen Fanclub, wo die sich manchmal treffen. Das hat doch so ziemlich jede größere Sache. Sogar die Pietsmiet hat einen Bar für sich. Ja, gibt eine Pietsmiet-Bar. Aber das ist kein Fußballverein. Ja, aber der Fußballverein ist ja wohl noch ein deutlich bekannter, oder Fußballvereine generell haben mehr breitere Akzeptanz als in YouTuber-Gemeinschaft. So, ich gehe mal ganz kurz in die Buche. Nein, tu es nicht, Felix, deine Gesundheit. Ja, schlimm, ne? Du wirst sterben. Irgendwann. Irgendwann werden wir das alle. Irgendwann werden wir alle drauf. Bitte, ich müde mich mal kurz. Deutschen Grills, Thema Schokolade. Ich eigentlich super selten. Ist heute meine Ausnahme. Lumi, da ist noch Saatgut für dich. Oh jo. Ich hab aber keine Iridium-Schränke mehr unten. Leute, ich krieg jetzt Iridium-Qualität von, wenn ich irgendwas aufsammle, immer. Tatsächlich zählt Trüffel dazu. Ich sammle nur noch Iridium-Star-Trüffel auf. Trüffel. 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 So, nur ein Iridium. Oh, das macht. Ich find's ein bisschen merkwürdig, dass zwischendurch immer die Dingens weg ist. Die Musik. Sag mal, Lumion, wirst du hier Stardew Valley Path of Exile mal ausprobieren wieder? Nee. Musst du mal von Anfang an spielen, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Und die aktuelle Liga ist ja ziemlich witzig, weil die so ein bisschen an Carcassonne erinnert. Ist momentan wieder am Kommen, gell? Da bist bei in der letzten Freitag ging... Deswegen, dass das einige Leute gespielt haben. Letzten Freitag ging die neue Liga los, deswegen ist gerade wieder sehr, sehr viel da los. Ja, I see, okay. Ich bin kein Hack-and-Slay-Mensch, ich merke das immer mehr. Tut mir leid. Du willst keine Allmachtsfantasien ausleben? Nein, ich find's irgendwie... Ich weiß nicht, durch die Gegend gerenne und gebölze und 2000 Gegner töten, wozu? Das ist so. Das ist um Loot zu kriegen, um stärker zu werden, um noch mehr Gegner zu töten. Und noch schwere Gegner zu töten, vor allen Dingen, ja. Benni, ganz kurz. Ja. Nein. Alle Deutschen wollen immer essen Schokolade, na dann. Nein, dein Loot hat mich gerade an Red and Blue erinnert. Kennst du das noch? Mit Loot war da nichts mehr davon. Es gibt keine Schildkröte. Oh, cool, ein Ogre, schlitzen wir ihn auf. Schlitzen wir ihn auf, zack. Loot! Warum jetzt hier eigentlich diese Hypermonster auf unserem Scheiße? Ich sterbe auf unserem Garten! Auf unserem Garten? Muss man halt gut genug sein, ne? Warum kommt 19 Uhr? So ein scheiß fucking Viech aus der Schädelhöhle! Lumi gerade geslayt worden?
Nee, was? Nur fast, glaube ich, oder? Was habe ich? Ob du tot bist. Fast. Ich habe noch ganze 6 HP. Läuft. Hast du noch 5 mehr, als du brauchst. Na toll. Ich habe gar keine Schildkröte. Ich finde, weiß ja gar nicht, wie das mit dem Schildkröten-Avatar eigentlich überhaupt kam. Das war so eine spontane Idee. Hast du dir nicht überlegt, welches Tier du schön findest und magst? Ja, doch. Also, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie... Ich glaube, ich hatte am Anfang hatte ich einen Drachen im Kopf. Und dann ist mir irgendwie gekommen, ein Drachen halt irgendwie jeder. Das ist vollkommen albern. Ich nehme jetzt keinen Drachen. Und dann kam irgendwie dann die geflügelte Schildkröte, weil das ist gar nicht so schlecht. Fast. Warst du bei Mario mit Koopas oder so? Nee, gedanklich nicht. Ich habe später festgestellt, dass Koopas auch geflügelte Schildkröten sind. Nee, nicht alle. Also nicht alle, nee, aber halt einige. Traue ich mich nicht mehr hier raus, Mann. Ich leg mich jetzt ins Bett. Ja. Ich kenne tatsächlich auch nicht so viel. Also bei Nerdy schaue ich ab und an mal rein. Bei Snowfox ganz, ganz selten mal. Und ansonsten habe ich gar keine. Nee, ich habe nicht. Wer ist denn Snowfox? Wenn ich gesagt habe, dass ich einen Schildkröte habe, habe ich gelogen. Und wie geht's euch denn allen? Das ist so mal die Frage. Wie war denn euer Donnerstag jetzt mal hier in die Runde gefragt? Möchtest du jetzt erst wissen, wer Snowfox war oder wie es mein Donnerstag war? Beides. Kannst du nach und nach beantworten. Also Snowfox ist eine deutsche Dota-Streamerin. Ah, okay. Wahrscheinlich sogar die größte weibliche Dota-Streamerin. Hat das einen Grund, warum du das jetzt unterteilst? Weil das irgendwie auch sexistisch ist, das unbedingt hervorzuheben, dass das eine weibliche Dota-Streamerin ist. Weil wir jetzt gerade von Frauen streamenden Girls hatten im Chat. Deswegen. Ach so. Ist das wahrscheinlich gedanklich bei mir gerade verankert. Und wie mein Donnerstag war eigentlich ganz gut, bis auf die Far Cry Eskapade, dass ich da halt einfach ewig dran gesessen habe, was mich echt abgefuckt hat. So. Stimmt, du nimmst wieder für YouTube auf, ne? Mm. Und wie ist der Plan, das irgendwann auch zu veröffentlichen? Ich meine, du wolltest ja auch Stardew Valley irgendwann veröffentlichen. Ich habe auch schon den nächsten Teil von Stardew Valley bereits geschnitten. Krass! Ja, der Wahnsinn, gell? Bist nur noch ein halbes Jahr hinterher? Und ich habe fast das Best-of von unseren ersten 5 Streams fertig. So. Du machst das... Ich dachte, du machst alles irgendwie dann irgendwie die nächsten drei Monate weiter oder so. Nein, das dauert dann zu lange. Ich mache jetzt die ersten 5 Monate, die ersten 5. Und von manchen habe ich ja gar keine Aufnahmen, weil ich ja eine volle Festplatte hatte. Achtung, 22 Uhr. Jo, danke dir. Was wollte ich jetzt sagen? Angefangen Donnerstag. Kommt er vorhin erst um kurz vor 6 ins Bett zu kommen. Ja, Xane. Wenn immer die Girl-Streamer einen wach halten, ne? Oh. Die E-Grills. Jetzt hat Mira Knoche gewechselt. Bei mir. Hi. What? Schweinerei. Wie gesagt, sie kann doch ein bisschen noch gucken und deswegen guckt sie jetzt mal, wer ich bin. Ja, das ist ja vollkommen okay. Ja, ich hätte ja vorhin noch gesagt, extra. Ich nicht gleich rum, ja? Extra der Frau wollte noch einen schönen Tag wünschen oder alles gut. Ich überlege gerade, was ich jetzt letztens gesagt hatte, was ich bald wieder mal zocken wollte. Wollte ich nicht? Was? Genau, Diablo? So noch muss fällt, deswegen musst du subscriben, dann lüge ich dich auch nicht mehr an. Was aber nur Sinn dich. Ende? Du hast einen Filter, wo du die Wahrheit hörst. Alle anderen hören immer noch die Lüge, aber du hörst die Wahrheit. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Ich guck dann einfach, wenn wir fertig sind, nochmal deinen Stream an, Benny. Warum? Damit ich weiß, was ich gesagt hatte, was ich zocken wollte. Achso. Als halt mal einfach irgendwo hin auf. Ja, aber jetzt weiß ich es ja nicht mehr. 0:40. Weißt du es jetzt schon nicht mehr? Das ist bitter. 0:50. Ich laufe ja schon. Du sollst es nicht persönlich nehmen, Ben. Nö, nehme ich nicht persönlich, alles gut. Ich weiß ja, dass Lumi schon beliebter und bekannter ist als ich. Sondern Sonofeld. Ich bin nicht beliebter und bekannter. Okay, dann hast du mehr eine treuere Anhängerschaft bis jetzt zumindest. Lumi hat Brüste. Sie hat eine treuere Anhängerschaft. Ich möchte immer noch betonen, dass ich auch einfach eine awesome Personality habe und nicht nur meine Titten in die Kamera. Ich wollte gerade sagen, das liegt bei Lumi wirklich nicht an den Brüsten. Bin ich der Meinung. Sondern einfach tatsächlich an dem Humor, den sie hatte. Sonst würde ich ja auch nicht mehr nach über einem Jahr mit ihr aufnehmen, hallo? Oder streamen oder so. Ich bin ein netter Mensch.